Erich der Erste von Callenberg eroberte zusammen mit Heinrich dem Jüngeren von Wolfenbüttel 1521 Burg Hunnesrück. Vom Höhenzug Hattorp beschoss er die Burg mit schwerem Geschütz. Er gab sie aber nach kurzer Zeit auf. Etwa 3 Kilometer weiter östlich ließ er in einer sumpfigen Niederung von 1527 bis 1530 die durch einen breiten Wassergraben und hohe Wälle geschützte Erichsburg errichten. Erich I. diente sie zeitweise als Amtssitz. Während der Bauzeit bewohnte er die alte Burg Hunnesrück. Sein Sohn Erich II., auch Erich der Jüngere genannt, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, war ein Söldnerführer und Landesherr des Fürstentums Callenberg-Göttingen. Nach seinem Tod fiel das verschuldete Fürstentum an seinen Neffen Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel. Dieser regierte von 1568 bis zu seinem Tod 1589 und gilt als einer der bedeutendsten Herrscher seines Fürstentums. Er hinterließ seinem Sohn und Nachfolger Heinrich Julius von Wolfenbüttel ein wohlgeordnetes und finanziell gesundes Fürstentum. Herzog Heinrich Julius hielt sich oft und gerne in Erichsburg auf. Er beschloss, in unmittelbarer Nähe der bestehenden Bauten ein neues hohes Haus zu errichten. Der Bau wurde vermutlich im Jahre 1604 begonnen und war wohl im Jahre 1612 abgeschlossen worden. Im Dreißigjährigen Krieg 1618 bis 1648 war die Erichsburg mehrmals Schauplatz von Kampfhandlungen und wurde hierbei teilweise schwer beschädigt. Sie sah sich verschiedenen bösartigen Angreifern ausgesetzt und, gerade fertiggestellt, erlebte sie wechselnde Besatzer, die den Gebäuden des Schlosses erheblichen Schaden zufügten. Somit kam die Erichsburg als Festung und Jagdschloss nicht mehr in Betracht. Eine Nutzung als Sitz eines Verwaltungsbezirks und Wirtschaftsbetriebs war denkbar, aber durch die Abtretung von Hunnesrück stark eingeschränkt. Im ausgehenden 17. Jahrhundert entschied sich die Regierung für den Abbruch des alten hohen Gebäudes. Als befestigte Anlage, die nicht mehr einer Stadt verbunden war, wurde auch die Erichsburg wie viele andere Schlösser im 17. Jahrhundert bedeutungslos. Das alte Schlossgebäude wurde fast gänzlich abgerissen, nur das eigentliche Torgebäude bleibt vorläufig noch stehen. Allerdings wird das neue hohe Gebäude gründlich überholt. Ab 1891 wird Schloss Erichsburg vom Konsistorium gepachtet. Das Predigerseminar der Hannoverschen Landeskirche wird von Hannover auf die Erichsburg verlegt. In den Jahren 1891 bis 1979 diente die Erichsburg als Predigerseminar der Evangelischen Landeskirche Hannover zur Ausbildung des theologischen Nachwuchses. Die Kapelle und der gesamte Ausbau des Dachgeschosses fallen in die Zeit des Predigerseminars. Nach dessen Auflösung 1971 ließ sich nur schwer eine Nutzung finden. Zuletzt diente das Schlossgebäude als Freizeitheim. Im Jahre 1980 bot das Land Niedersachsen Erichsburg zum Verkauf an. Seitdem befindet es sich im Privatbesitz. Wo sollen wir jetzt zuerst hin? Ich würde sagen, dann gehen wir die Sachen erstmal mit dem Katzo ab, ne? Durchgucken alles. Ist hier jemand? Wir haben heute schon einige Geschichten gehört, dass hier sehr interessante Energien und Sachen schon passiert sind. Kannst du dich vielleicht oder könnt ihr euch uns vielleicht auch anvertrauen und zeigen? Da würden wir uns sehr freuen.
Um das zu machen, brauchst du dich momentan einfach nur uns zu nähern. Und dann würde dieses Gerät hier, würde dann reagieren und für uns hier die LEDs ausschlagen lassen. Vor uns brauchst du auch keine Angst oder Befürchtung haben. Du kannst auch einfach hier reinsprechen. Genau. Oder hier. Dann hören wir das. Den roten Püschel von der Anna. Das ist ein Tonaufnahmegerät. Da wird deine Stimme ja, festgehalten, aufgenommen. Da kannst du reinsprechen, reinhauchen, wie du möchtest oder wie ihr möchtet. Ihr könnt auch irgendwo gegenschlagen. Ganz wie ihr mögt. Ihr müsst euch auch, wie gesagt, gar nicht melden, wenn ihr das alles gar nicht möchtet. Ihr seid da vollkommen frei in eurer Entscheidung. Wir haben uns hier auf das Schloss geschichtlich diesmal auch gar nicht großartig vorbereitet, weil wir einfach alles auf uns wirken lassen wollen und nicht voreingenommen sein möchten. Ihr könnt uns also auch gerne etwas erzählen zu dem Schloss oder Stichwörter geben. Auf das Gerät oder nachher haben wir noch andere Geräte, da könnt ihr euch auch per Sprache äußern, mit euren Stimmen. Ja, hier ist der Part, wo es gebrannt hat. Ne? Mhm. Etwas aktueller, aber ich glaube, 2000. 2000, ja. Mhm. Das ist die Küche. Hallo? Wir waren bisher auch schon an ganz tollen anderen Orten. Da haben wir bis jetzt immer ja, auch negative, aber meist positive Erfahrungen gemacht. Das war sehr interessant. Und wir sind hier, weil wir herausfinden möchten, ob es euch gibt. Ob es da noch etwas anderes gibt, außer uns. Außer die, ja, wie wir es kennen, die lebende Seite. Vielleicht könnt ihr uns helfen, uns zu überzeugen, ob es da noch etwas anderes gibt. Vielleicht seid ihr auch gar nicht tot, vielleicht seid ihr einfach was ganz anderes. Zwischen Mensch und Tod. Falls uns jemand zuschaut, ihr braucht keine Angst vor unseren Geräten zu haben. Wir haben uns jetzt vorgenommen, einmal weitestgehend das Schloss zu durchlaufen, gucken, ob ihr euch irgendwo meldet. Und dann werden wir gleich, wie gesagt, noch andere Geräte verwenden. Ihr müsst euch aber nicht unbedingt durch Geräte zeigen. Ihr könnt auch ja, irgendwas umstoßen oder irgendwas verrücken. Wir können uns auch ganz leicht auf die Schulter tippen oder so. Wir können uns hier auf dem Gelände stets begleiten. Hier war früher ist noch ein Teil die Küche. Ist hier vielleicht jemand, der früher in der Küche gearbeitet hat oder ja, der halt gearbeitet hat oder hier beschäftigt war? Soll ich einfach mal weitergehen, oder? Gut, wir waren jetzt hier in der Küche. Wir beide gehen jetzt mal in die erste Etage und gucken mal da weiter, ob ihr euch irgendwo meldet oder irgendwo sitzt, wo ihr euch dann anzeigen könnt. Willst du vorgehen? Mhm. Hier ist auch ein sehr schönes Bild. Achso, du hast gar kein Licht. Nee, ja, das ist nicht so hell. Wenn ihr irgendjemand oder wenn ihr mehrere sind, ihr könnt uns ruhig vertrauen, ihr braucht keine Angst vor uns haben. Wir sind ganz nett, respektvoll und wir wollen nur mit euch reden.
Aber hör noch einfach mal. Ist das eine Geheimtür? Geheim. Habe ich gesehen vorhin. Ja, ich glaube, hier waren wir gerade. Geh mal rein. Ich habe kein Licht. Gehst du mal rein? Na, okay. Kamera. Ist nichts. Nee. Wo liegst du zu Mauern? Nein. Ist hier jemand auf diesem Schloss, der vielleicht noch hier geblieben ist oder hier lebt? Wir waren letztens auch auf einem Schloss und da haben sich die, ich sag mal Geister, haben sich uns eigentlich ziemlich anvertraut. Da hatten wir auch Ausschläge und da, ja, da haben wir einfach mit denen geredet und die haben uns geantwortet. Ich könnte es ja auch machen. Sehr, sehr schön. Denn wie gesagt, wir versuchen herauszufinden, ob es wirklich etwas, ja, wir sagen, nennen das Paranormal, ob es etwas Paranormales gibt. Und da könnt ihr uns gut bei helfen. Ich versuche das mal aufzunehmen. Okay, ist nichts drin. Ja. Zwei so, oh, so Kamin, was? Löcher vom Licht. Und von mir? Ja, mach mal. Oder? Oh, ich dachte, das wäre die. Hier ist aber auch ansonsten. Also, eine Kapelle. Vorsicht, ich weiß nicht, ob das hier. Nee, hier war nichts abgesperrt. Warum ist abgesperrt? Aber guck mal da. Ja, da ist. Nee, geradeaus. Ist da hinten jemand in der Ecke? Wir können jetzt gerade nicht rüberkommen. Nur willst. Kannst du dich gerne diesem Gerät nähern? Ich kann auch mal was weggehen. Dann kannst du das ausschlagen, weil dann schlägt das aus, wenn du dich dem näherst. Das ist die Anna und ich bin der Patrick. Dann kennst du auch unseren Namen. Vielleicht kannst du deinen Namen oder euren Namen ja auch in den Raum rufen, dass wir es auf den Turm haben. Unsere Audioaufnahmen. Aber falls ihr Tonbänder nicht kennt, das sind mittlerweile, gibt es ja so Geräte, Gerätschaften, die können eure Stimme speichern. Und dann können wir die immer wieder anhören. Ja, dann machen wir jetzt mit, Proben, ne? Mit den Auswerten aufpassen. Ne? Mhm. Das ist ja für ihn, ne? Mhm. Hallo? Kannst du uns sehen? Erzähl uns doch mal ein bisschen aus der Zeit. Hast du da gerade so im Blick? Mhm. Dann mach ich mal die Uwe-Lust an. Also ich habe jetzt hier ein Gerät, das werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, wenn ihr schon aus einer anderen Zeit kommt. Die heißt Ovilus und hier oben sind zwei Antennen drauf.
Und die messen die Umweltdaten, also wie Magnetismus. Ihr könntet eventuell Magnetismus verändern oder ausstrahlen, wie auch immer. Temperatur verändern und so weiter. Also irgendwelche Umstände könntet ihr ändern durch euren Gefühlszustand. Und dann wird hier das Wort ja, eventuell hier drauf angezeigt. Das rechnet sich zum Beispiel aus Temperatur, Magnetismus und dann kommt zum Beispiel, keine Ahnung, Hope, Hoffnung, ist auf Englisch. Dass das so aus- Oder ihr könnt auch damit spielen, wenn ihr da ein bisschen mit übt, wir haben sie die ganze Nacht hier, dann könnt ihr vielleicht auch das, die Umgebung entsprechend ändern, dass entsprechende Wörter rauskommt. Also wie genau das funktioniert, ist die eine Sache, aber man kann da verschiedene Sachen damit machen. Ja, theoretisch, wenn ihr euer Umfeld entsprechend euren Gemütszustand verändert, kann misst das Gerät das und es wird sich dann darauf einstellen, die Nachricht auswerfen. Oder ihr könnt euch, wenn ihr schnell lernt, hier mit umzugehen, weiß nicht, ob da eine Nacht für reicht, könnt ihr da auch selber lernen, welcher Gemütszustand welche Nachricht hier drauf bringt. Okay, ich schalte das jetzt ein. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch hier drüber auszudrücken. Wir können auch einfach mal näher kommen. Muss ja nicht sofort Sinn ergeben, die Nachricht. Aber dann seht ihr schon mal, wie das funktioniert. Schwarzsamen. Okay. Schwarzsager. Kann man so schlecht reden? Eigentlich nicht, nein. Dann nicht eher positiv. Wenn du das jetzt vielleicht schon warst, hast du gesehen. Hier steht jetzt Say und Black, das heißt Sagen und Schwarz. Dass du Quatsch erzählst. Dass ich Quatsch erzähle? Ja, irgendwie so, dass du. Oder ich lieber ruhig sein soll, schwarz. Nichts. Nichts sagen. Okay, wir können es mal einfach auf die Bank setzen. Das Quatsch so können wir mal da liegen lassen. Ich kann mal nichts sagen. Okay, wir haben das Gerät jetzt mal dahinter hingestellt. Dann sind wir nicht in deiner Nähe, du könntest vielleicht ein bisschen üben. Oder Black, soll ich Licht ausmachen? Wir machen jetzt mal das Licht aus. Bist du da hinten in der Ecke in dem Raum? Jetzt hat hier gerade irgendwie so Kleidung raus, schon mal gerade die Bäume raus. Da ist eine Ecke, was? Ist das auch gerade? Möchtest du jetzt lieber im Dunkeln mit uns reden? Falls du da hinten in der Ecke bist, du kannst auch gerne aufstehen oder wenn du schon stehst, auf die Geräte zugehen. Die bewegen oder einfach dahin laufen, dann müssen die auch schon auf dich reagieren.
Die haben aber keinen Einfluss auf dich. Du hast nur Einfluss auf die Geräte. Und wir bleiben aber auf jeden Fall hier sitzen. Wir werden nicht zu dir näher kommen. Bist du da hinten? Kannst du dich noch mal bewegen? Kannst du deinen Ärmel an die Wand schlürfen oder so? Kannst du einen Schritt gehen für uns? Etwas sagen? Sollen wir dich in der Ecke da in Ruhe lassen? Dann mach doch ein Geräusch. Wollen wir machen Licht an? Nee. Aber irgendwie war das gerade so dunkel in der Ecke. Mach die Lampe nochmal runter. Das ist aber so dunkel, die Ecke, da riecht's aus. Ich hatte nicht drauf jetzt, scheiße. Da rechts unten die Ecke, die sah so schwarz aus. Jetzt haben wir den Zoom hier. Da hinten, wo das Loch ist, siehst du? Das sah aus, als ob das so dunkel geworden ist. Das heißt, ich habe auf die Geräte gehört. Na gut, dann okay. Gehen wir weiter, wir haben noch einiges vor uns. Ja, wir können nachher machen wir eine Runde, wir haben auch eine Kamera mit, die kann dich wie ein Gemälde darstellen. Da kommen wir nochmal hin und werden in deine Richtung ein Foto machen. Das wird dann kurz hell und dann sehen wir dich gleich auf dem Foto, wenn du möchtest. Das wird aber erst nachher, wenn wir nochmal hochgehen. Also wenn du jetzt dich nicht irgendwie äußerst, also gehen wir weiter. Wenn du dich vielleicht nachher traust, wir laufen ein bisschen herum, dann lässt uns erkennen, dann kannst du uns auch irgendwie rufen oder wie auch immer. Oder hier oben ganz laute Geräusche machen, dann kommen wir wieder. Dann hören wir bei mir was hören. Okay? Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Falls hier jemand war oder mehrere, dann ja, Dankeschön, falls du versucht hast, mit zu interagieren, aber auch Dankeschön für die Gesamtsituation alles. Du musst dich ja nicht melden, vielleicht hast du keine Lust oder auch Angst vor uns. Tschüss! Sollen wir noch ganz nach unten oder? Ja, was? Silberne jetzt hier. Links ist, glaube ich, der Hauptraum. Ne? Hier waren wir schon, ne? Mhm. Jetzt sollen wir noch die Runde haben. Dann können wir ja in den Keller gehen. Ja. Hallo, wir waren gerade schon mal hier. Vielleicht hast du dich ja jetzt ein bisschen schon von uns überzeugen können, dass wir hier nur rumlaufen und reden. Vielleicht kannst du uns sagen, ob oben, wo wir gerade waren, wo der Holzboden ein bisschen eingeknackt ist, ob da jemand ist. Weil wir meinen, da haben wir es in der Ecke gehört, wie so Kleidung schlürfen. Und wir hatten auch eine Nachricht, schwarz sagen oder sagen schwarz auf einem Gerät von uns. Kannst du uns da vielleicht weiterhelfen?
Nochmal zur Erklärung, dieses Gerät misst Magnetfeldänderungen. Also die Theorie ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein, ja, falls du ein Geist bist, dann bist du tot. Und wenn du dich uns näherst, ändert sich das Magnetfeld, weil du aus Energie bestehst. Das ist eine Theorie. Und dann würden diese Lampen hier, würden dann sich verändern, würden heller werden, würden mehr werden. Und das würde dann zeigen, dass du zu uns gekommen bist. Oder neben uns stehst. Wenn du das so machen würdest, wären wir sehr dankbar dafür. Das Helle ist eine Taschenlampe. Das ist einfach nur Licht. Ist ungefährlich. Ist auch kein Feuer. Kannst dich also nicht verbrennen. Das ist einfach nur Licht auf neue Art, moderne Art. Okay, wir gehen jetzt mal weiter. Du kannst dich immer durchklopfen und wie auch immer bemerkbar machen. Dann können wir gerne nochmal wiederkommen. Oder du kannst uns auf diesem Gelände auch hier im Schloss begleiten. Jetzt habe ich hier mal das Katzometer. Vielleicht hast du ja. Vielleicht möchtest du dich ja eher bei mir melden. Ich möchte auch natürlich auch nichts Böses. Wir wollen einfach nur herausfinden, ob es das gibt oder nicht. Ja. Ich glaube, wenn es wirklich sowas gibt oder wenn es dich gibt, dann kennst du uns, dann weißt du, wie wir sind und ja. Entweder meldest du dich, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ist auch völlig in Ordnung. Da gibt es viele, viele Ecken. Der Besitzer hat gesagt, hier ist schon einiges passiert. Ob hier Energien noch irgendwie rumschwirren. Jetzt muss ich einmal vorlaufen im Dunkeln. Der Patrick ist mit dem Licht hinter mir. Ja, hier ist auch schon wieder der Ausgang. Sollen wir jetzt nochmal rausgehen ums Haus? Oder kann man da hinten reingehen? Durch die Tür, die vorhin geknackt hat, ja? Ja, wir können ja mal draußen rumlaufen. Besser wäre, wenn der Patrick vorgehen würde. Ja, nee, regnet nicht. So, jetzt sind wir draußen. Ich will auch nichts kaputt machen, natürlich. Ich will natürlich auch. Wo ist das denn? Vom Keller geht eine Treppe. Ah! Jetzt können wir vom Keller aus. Da geht wahrscheinlich irgendwo eine Treppe. Entschuldigung. Eine Treppe hoch. Ja, nur hier rum. Schau mal, oder? Von Shepard.
mit kurz. Aber ich habe ja gerade gesagt, du kannst laut klopfen, dann kommen wir wieder. Hallo? Das Licht an? Nee. Boah, das ist aber Licht an, ey. Das ist unser Scheinwerfer hier im Flur oben, das jetzt da raus. So, siehst du? Halleluja, ey. Hallo? Hat dir gerade jemand geklappert am Haus, im Haus? Wir sagten ja gerade, du kannst laute Geräusche machen. Dann kommen wir wieder an den Ort. Da vorne, ne? Einfach hier hinten. Da würde er dann, ich weiß nicht, wie übertreibe ich jetzt auch, da würde aber passen da hinten mit dem Raum, wo er gerade saß. Ja, wo er sagt, du kannst klopfen. Ich soll mal einen Rucksack nehmen. Ne? Ja, gucken wir mal weiter. Ist das ohne den Raum mal rein? Da, wo mit den Haken an der Decke? Ja, dann lass mal den Raum. Okay, soll ich rein? Geh ich rein, ne? So. Also hier soll hier in der Ecke irgendwas passiert sein. Ja, hier wurde uns vorhin, wir haben nicht viel Informationen, aber ein paar wurden uns dann bei der Rundführung gegeben. Hier soll so eine Art Folterkammer sein. Und hier soll so eine Art Folterkammer sein. Und hier soll so eine Art Folterkeller gewesen sein. Und ja, da wurde uns gesagt, oder wir sollten mal vermuten, bevor es gesagt wurde, dass er wollte kennen, aber was hier war. Und da haben wir vermutet, oder ja, da war so ein hektisches Gefühl und hier irgendwie die Ecke, dass die so ein besonderes Gefühl auslöste, wie als ob sich da jemand reinquetscht. Und da sagte der Besitzer, dass die Ecke wirklich entsprechend genutzt wurde und hier halt immer sehr viele Stress und Hektik halt aufkam, weil hier halt keine schönen Sachen passiert sind. Und die Ecke soll ja sowieso sehr markant sein. Ist hier jemand, der uns gerade sieht und der uns vielleicht seine Sorgen und Nöte erzählen möchte? Oder von seinen Schmerzen? Von der Seele, seine Schmerzen von der Seele reden möchte? Auch seine seelischen Schmerzen? Also wir urteilen nicht. Wenn ihr böse wart, wart ihr böse. Wenn ihr lieb wart, wart ihr lieb. Wenn ihr gefangen wart, wart ihr gefangen. Zu Unrecht oder nicht zu Unrecht. Das kann man nachher leider nicht mehr ändern. Ihr könnt euch auf jeden Fall bei uns melden hier. Auf Annas Gerät. Da sind so bunte Lampen dran. Die schlagen aus, wenn ihr euch Anna nähert. Oder hier, ich habe ein Gerät mit so einem roten Büschel, ein rotes Ding oben drauf. Da könnt ihr auch einfach reinreden. Oder wenn ihr irgendwo vielleicht gebunden seid an einer Ecke, könnt ihr auch rufen. Das würde dann eventuell auch auf unsere Aufnahme draufkommen. Ich kann auch mal zu dir, oder einfach mal in die Ecke da gehen. Vielleicht. Wenn du es nicht willst, lass irgendwas rascheln. Wenn wir nicht in die Ecke gehen sollen. Oder schlürfe über den Boden. Schreien und rufen bringt jetzt leider nichts, sofern wir es nicht mit unseren eigenen Ohren hören können. Denn wenn du da in den roten Püschel reinredest, hören wir das erst zu Hause. Deshalb musst du jetzt ein Geräusch machen, wenn du das nicht möchtest. Boah, das vergessen sie heute jetzt.
Hast du den Patrick gerade berührt? Bist du an ihm vorbeigelaufen, in die Ecke? Oder aus der Ecke raus? Bist du vor uns geflüchtet vielleicht? Kannst du noch mal mehr? Boah, da kann sich ja mal durchzugehen, bitte, ne? Ja, deswegen hast du dich mal Ecke gezogen. Der Wind. Das Geräusch ist der Wind. Nee, ich sehe nicht, ob hier Wind ist. So. Ein bisschen, aber ist nicht so. Oh, das ist am Fenster. Ist nicht eindeutig, ne? Aber ist auch oft nicht eindeutig. Okay, also. Wir waren gerade oben, da war vielleicht auch jemand in der Ecke, der nicht mit uns so richtig reden wollte. Was wir auch vollkommen verstehen können. Deswegen lege ich jetzt dieses Gerät einfach bei dir in die Ecke. Das macht nichts, das kann dir nichts anhaben. Du kannst nur mit dem Gerät etwas machen. Also das Gerät kann nichts mit dir machen. Es ist zu dir hin passiv. Ich werde es jetzt mal hier hinlegen. Du kannst da einfach vielleicht deinen Fuß ausstrecken, wenn du da sein solltest. Du kannst es auch wegtreten, wenn es dich total stört. Macht auch nichts. Wenn das kaputt geht, ist egal. Okay, hier habe ich jetzt noch ein Gerät. Vielleicht hast du das ja schon gerade gehört, die Erklärung. Wir wissen jetzt nicht, in welchem Sinne du oder ihr alles wahrnehmt. Das ist ein Gerät, das werde ich gleich einschalten. Durch dein Empfinden kannst du, änderst du die Umwelt um dich herum. Wärme, Kälte, Magnetismus, wie auch immer, Feuchtigkeit. Das misst das und kann dann deine Gefühlsebene in Wörter, dein Empfinden in Wörter anzeigen. Du kannst auch vielleicht damit spielen. Und wenn du schnell lernst, kannst du auch deine Umgebung entsprechend ändern und Wörter so gesehen dann steuern, welche ausgeworfen werden sollen. Kann natürlich auch sein, dass du das nicht willst oder dass du einfach uns ärgern willst oder dass du gar nicht weißt, wie das geht. Oder dann kannst du auch einfach dich mal nähern und gucken, ob auch was ausgeworfen wird, irgendein Wort. Ich stelle es auf jeden Fall jetzt mal bei dir hin. Auch das kannst du, wenn du möchtest, wegtreten oder wie auch immer, wenn dich das stört. Das kann ich stelle das ein bisschen in deine und in unsere Richtung, dann kannst du sehen, was da drauf steht. Und wir können das auch sehen. Okay. Steht da? Before Time. Paula. Paula? Paula. Paula? Paula, Fortzeit. Okay. Hast du vielleicht noch, oder kannst du dich vielleicht dem Gerät noch mal nähern? Oder es berühren, dass wir vielleicht noch andere Wörter hören? Wenn wir vielleicht auch in der falschen Ecke sind, und ihr steht ja einfach im Raum und beobachtet uns, könnt ihr gerne auch mit uns interagieren oder uns etwas hören lassen. Wir können es auch auf die Schulter klopfen, ganz vorsichtig. Oder einfach was sagen oder über den Boden laufen. Oder euch natürlich ideal sichtbar machen, wenn das möglich ist, dass wir euch sehen. Also wir werden jetzt weitergehen, wir werden gleich noch mit einer Kamera hier vorbeikommen, ein paar Fotos machen, das ist so etwas, eine Kamera kennst du wahrscheinlich nicht, vielleicht aber doch, das macht Bilder von dir, wie ein Künstler oder ein Maler. Dann können wir uns das Bild immer wieder anschauen, wenn du dich darauf zeigen möchtest, würden wir uns sehr freuen, wenn hier überhaupt jemand ist.
Zu Beginn hatten wir uns entschlossen, wie bei unseren bisherigen Untersuchungen eigentlich immer, das Schloss erstmal mit den K2 auf Hotspots oder allgemein zu erkunden, ob irgendwo außergewöhnliche Ausschläge sind. Während wir dann das Schloss erkundeten, sind wir halt oben in dem Raum mit den abgestellten Kirchenbänken angekommen. Und ja, der Raum hatte, wie man auch gesehen hat, einen merkwürdigen Eindruck auf uns, oder einen bedrückenden Eindruck. Ich wollte dann auch nicht über die Mittelplanken gehen, weil die auch teilweise schon eingebrochen war. Da hatte Anna auch gesagt, Vorsicht nicht, dass du da irgendwie einbrichst. Muss natürlich immer aufpassen, dass einem nichts passiert. Das ist das Wichtigste. Und ja, wir hatten uns dann entschlossen, dort die Ovilus halt auch anzumachen. Dann kamen ja Black und Say, so die Schwarzsager. Und dann hatten wir uns dazu entschlossen, das Licht auszumachen, einfach mal im Dunkeln dort zu sitzen. Und wo wir dann das Licht ausgemacht haben, hatte ich in der Ecke irgendwie was rascheln, was rauschen, so als ob jemand mit einer Jacke an eine Wand kommt, so ein Schlürfen gehört. Da war schon, ja, auch merkwürdig. Und als wir letztendlich dann das Licht wieder angemacht haben, meine ich einen Schatten in der Ecke, wo auch die kleine Kammer zu sehen ist, gesehen zu haben, als ob so ein kleiner, unregelmäßiger Schatten in die Kammer halt zurückhuscht. Ja, ob es jetzt irgendwie Einbildung war oder ob da wirklich ein Schatten war, kann ich leider nicht 100% bestätigen, da wir auch leider nicht die Kamera in dem Moment in die Ecke gerichtet hatten. Aber es wirkte halt schon sehr bedrückend, als ob dahin sich irgendwie einer verstecken möchte. Ob es jetzt so war oder ob es einfach die Atmosphäre allgemein im Raum war, die einen halt ein bisschen da beeinflusst, ist leider auch wieder nicht auszuschließen, aber war halt schon unser Gefühl zumindest in dem Raum. Wir sind dann weitergegangen und sind dann im Laufe unserer weiteren Begehung in dem Folterkeller unten angekommen. Und da haben wir ja die eine Ecke etwas ins Visier genommen. Der Besitzer von Schloss Erichsburg ist mit uns einmal vorher die Burg einmal abgegangen, auch um zu gucken, man muss ja gucken, wo sind gefährliche Ecken, wo sollen wir lieber nicht rein, wo sie alles baufällig ist, soll natürlich, wie gesagt, nichts passieren. Das ist das Wichtigste, hatte ich ja gerade schon gesagt. Und da hat er gefragt, ob wir uns in den Keller unwohl fühlen. Ich hatte da ein bisschen hektisches Gefühl, hatte im Moment aber auch eine Fliege im Ohr, seltsamerweise. Vielleicht kam auch deswegen das hektische Gefühl in mir auf. Vielleicht hat es aber was mit dem Ort zu tun gehabt, man weiß es im Endeffekt nicht. Und da sagt er uns, dass damals halt der Keller auch als Folterkeller diente. Ja, und deshalb hatte dieser Keller auch schon einen bedrückenden Eindruck auf uns. Und deshalb haben wir auch die Ecke ein bisschen ins Visier genommen und auch dort zum Beispiel unsere Geräte aufgestellt. Was wir auch noch später erfahren haben, das wussten wir vor Ort noch gar nicht, dass im Schloss Erichsburg in den Grundmauern vielleicht sogar ein Kind eingemauert wurde früher. Laut unseren Informationen diente es damals, oder wurde es dafür, wurden da Kinder halt oder ein Kind eingemauert, damit das Gebäude halt uneinnehmbar war. Also schon sehr kranke Sachen, die damals passiert sind. Ja, war dann halt im Nachhinein auch ein komisches Gefühl, dass wir da rumgelaufen sind und in den Kellern und da vielleicht irgendwo ein Kind eingemauert ist in den Grundmauern. Also auch sehr, sehr, sehr seltsam alles. Ja, als wir dann halt den Keller soweit fürs Erste fertig waren, sind wir dann halt hoch in die Kapelle gegangen und haben dort unsere Untersuchungen halt fortgesetzt. An so Orten fühlt man sich immer irgendwie beschützt, ne? Ja, steht jetzt so weit hinten vor der Bank. So, Thomas habe ich ihn hingelegt. Wir sind hier nur zu Gast heute, um zu schauen,
Bacon, Kies. Was ist für Kies? Wieder Bacon oder nicht? Schinken. Möchtest du uns etwas sagen mit dieser Nachricht? Ist irgendjemand in den Bänken, der vielleicht hier gerade sitzt und zu Gott redet? Ist Bacon eine Anspielung auf uns? Ja, wir haben immer Bacon irgendwie, ne? Kann sein, ne? Machen wir jedes Mal. Mir ist kalt. Wir haben hier. Boah. Guck mal, ist der hier auch so kalt? Muss er? Wir haben ja auf der letzten Bank ein Aufnahmegerät gelegt. Da kannst du vielleicht reinsprechen, wenn du möchtest. Du brauchst ja nicht mit uns direkt reden. Findest du das gut, dass nach und nach hier alles so ein bisschen neu gemacht wird? Oder soll das alles so bleiben, wie es jetzt ist? Er hat mir eine Münze mitgegeben, wo er mich bat, dass ich die hier hinlege. Vorm Altar hinlegen und liegen lassen. Oh, der hat geknarzt. Ist da jemand am Fenster? Oder soll ich den Gefäß hinlegen?
Ja? Okay. Also, wo ich gerade von sprach. Zeig dir einmal hin. Gib mal das. Das ist die Münze. Und der Bart möchte ich in einen besonderen Ort hinzulegen. Und werde jetzt hier vor diesem Altar hinlegen. Und mein Herr damit nehmen. Okay, wir lassen eine Kamera hier. Du kannst alles machen, wie du möchtest. Nur die Holos an ihm stellen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht, ne? Als wir oben in der Kapelle waren, wollten wir ja eine Münze vor dem Altar legen. Kurz zu der Münze, die haben wir von dem Hotelbesitzer bekommen, wo wir halt da vor Ort übernachtet haben. Der Hotelbesitzer hat sich auch sehr stark für dieses Thema paranormal und so weiter halt interessiert und hat uns gebeten, ob wir doch mal seine Münze mitnehmen würden und die während unserer Untersuchung halt im Schloss irgendwo hinlegen und mal gucken, ob etwas passiert. Er hat uns aber nicht gesagt, was es genau mit der Münze auf sich hat. Na, da war ich mal ein bisschen skeptisch, weil ich habe gedacht, also wenn da irgendwas Böses dran hängt, dann möchten wir das auf keinen Fall mitnehmen. Er hat gesagt, nein, sowas will ich euch nicht mitgeben. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, er hat uns erzählt, es sei eine gesegnete Münze, aber jetzt nicht kirchlich gesegnet. Aber wir haben leider keine ganz genauen Informationen mehr dazu, weil irgendwie, ja, der Hotelbesitzer hat sich leider nicht mehr gemeldet. Er wollte uns noch Informationen geben, aber auf warum auch immer leider nicht mehr geklappt. Aber unser aktueller Stand über die Münze ist halt, sie wurde in irgendeiner Art und Weise gesegnet und er hat sie wohl auch immer dabei, so als ja, Glücksbringer oder als besondere Bedeutung für ihn halt. Und auf jeden Fall, genau in dem Moment, wo wir halt die Münze, oder wo ich die Münze dann halt auspacken wollte und vor dem Altar legen wollte, hat es halt ja, dreimal geklopft und vor Ort kam es. Also wir standen ja direkt, Anna saß da und das Klopfen kam also wirklich örtlich oben vom Fenster. Ja, aber ich bin da noch ein bisschen kritisch. Ich habe da, klar, es hat sich direkt vom Fenster angehört, aber ich bin noch nicht 100% überzeugt, ob es nicht vielleicht doch eine Reflexion war vom Holzboden, weil es war ein Holzboden halt und der kann halt, arbeitet halt. Und ich habe ja auch noch ein bisschen Zweifel, ob es wirklich ein paranormales Klopfen war. Boah, ich finde das mal. Wir saßen ja beide da in dem Raum und ich weiß, wir haben uns angeguckt und dann haben wir. Also, ich habe das sofort lokalisiert, oben links das Fenster. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unten der Boden war. Weil der ist ja. Der war klopf, 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 dreimal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Boden so schnell arbeitet. Ja. Also, ich glaube, das war das Fenster. Ja. Ich habe ja auch sofort dahin geguckt. Ja, also ich auch vor Ort, also ich überzeugt, das kam vom Fenster, von der Höhe, auch von dem Glas, von der Richtung. Aber halt man, weil ich bin vielleicht auch teilweise vielleicht zu kritisch, aber wie gesagt, ich bin auch gerne kritisch, weil ich da nicht alles immer sofort glauben möchte. Und also es kam auf jeden Fall vom Fenster. Und ich habe so, weiß nicht, vielleicht doch eine Bodenbewegung oder dass das halt reflektiert hat vom Altar zum Fenster hoch und am Glas halt abgeprallt ist, dass sich das so halt von oben angehört hat. Aber ja, aber es kann halt auch wirklich, weil es wirklich sehr ja, direkt war, auch wirklich was Paranormales gewesen sein. Allerdings Anna ist wirklich von überzeugt. Wir haben auch beide sofort dahin geguckt. Ich habe dich ja gesehen. Das hat geklopft.
Da war ja mucksmäuschenstill und auf einmal gucken wir beide zum Fenster. Und das kam definitiv vom Fenster. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es vom Boden kam. Es ist gut möglich, dass wirklich was Paranormales war, aber ich 100%, bin auch skeptisch. Ja, 100% bin ich auf jeden Fall noch nicht überzeugt. Aber deswegen machen wir das ja auch. Wir haben uns dann dazu entschlossen, weiterzugehen, aber dann oben halt eine Kamera zu lassen, um die Münze halt weiter aufzuzeichnen und im Blick zu haben. Dazu haben wir auch die Ovilus daneben gestellt und das Katzometer. Und ja, haben halt alles da oben gelassen und haben dann unsere Untersuchung fortgesetzt und haben dann Aufnahmen mit der Vollspektrumkamera gemacht. Fotos von euch oder von dem Gebäude. Und wenn ihr erbaut sein möchtet, könnt ihr euch gerne drauf zeigen. Sie fotografiert unser normales Spektrum, was ihr sehen könnt, die Farben, aber auch ultravioletten Teil und Infrarot. Sofort? Mhm. Und von dir auch mal ein Foto? Von mir? Ja, weiß nicht, wenn wir bei uns spazieren gehen, wo wir wohnen, da gehen die Lampen aus, die Straßenlampen. Wer weiß, was bei uns steht, haben wir ja schon. Zumindest freundlich. Nee, manchmal hier sollten wir nicht reingehen, hier ist mal ein Foto von hier drin. Also wir sind wieder hier, wir haben eine Kamera dabei, da könnt ihr euch gerne drauf zeigen. Das ist wie früher, wo ihr gemalt wurdet, falls ihr Kameras noch nicht kennt. Wo waren die der Geheimschrank? Boah, weiß ich jetzt nicht. War der vorne? Ja, ne? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber da noch eins, ich war den so versteckt, weiß ich nicht. War die Nische. Schleifen haben wir so. Läufst du mit uns hier mit? Ich habe gerade was Schleifen gehört. Foto machen können für unser Cover, ne? Von hier unten die Treppe hoch, hier der Schriftzug. Kann ich nachher nochmal machen. Also ihr könnt euch gerne auf den Fotos zeigen. Oder ich weiß nicht, was ihr könnt. Wir sind gerade dabei herauszufinden, was ihr könnt.
herauszufinden, was ihr könnt. Ihr könnt auch einfach alte Sachen auf den Fotos als auch Erinnerungen anzeigen lassen. Wie es früher hier aussah. Eure Lieblingsmöbel. Schöne Erinnerungen, die das darstellen können vielleicht. Ich habe ja besondere Fähigkeiten, die uns abhanden gekommen sind oder die wir noch erfahren dürfen. Hier ist der Schrank. Ja, stimmt. Kann uns vielleicht jemand was zu dem Schrank hier sagen? Ob das ein normaler Vorratsschrank war oder ob das ein Versteck war? Wir machen jetzt mal ein Foto da rein. Nicht erschrecken. Auch vom Boden vielleicht. Ja, das ist ja vorhin auch gewesen. Das ist der Boden. Ist hier jemand bei uns, der sich vielleicht auf den Fotos zeigen möchte? Oder der sich hier oben hat, glaube ich, oder haben wir dreimal klopfen gehört. Das hat sich ziemlich stark nach richtigen Klopfen angehört. Du kannst ihn natürlich auch auf die Kamera zeigen. Ja. Ne? Also oder auf meine Kamera. Auch hier nochmal klopfen. Erkannt. Ist hier jemand bei uns, der sich vielleicht auf den Fotos zeigen möchte? Oder der sich hier oben... Auch hier nochmal klopfen. Erkannt. Ist hier jemand bei uns, der sich vielleicht auf den Fotos zeigen möchte? Oder der sich hier oben... Auch hier nochmal klopfen. Erkannt. Du hast... Oder es hat dreimal geklopft. Drei ist ja oft... Kommt ja oft vor in solchen Zusammenhängen. Wir sind jetzt nicht so kirchenbewandt, aber oft wird ja auch von der Dreifaltigkeit gesprochen. Zum Verhöhnen oder vielleicht einfach, weil du das toll findest. Oder einfach hast du einfach nur dreimal geklopft, weil du dreimal geklopft hast. Wie gesagt, du kannst gerne nochmal klopfen. Das würde uns sehr weiterbringen. Gerne nochmal klopfen. Das würde uns sehr weiterbringen. Ich sag, du kannst gerne nochmal klopfen. Du kannst uns auch ja, auf unseren Geräten, auf Kamera, Tonaufnahme, wie auch immer, etwas mitteilen. Muss natürlich sehr eindeutig und klar sein, wenn du irgendjemand noch etwas ausrichten möchtest. Vielleicht hört er das, wenn der, wir machen hier draus einen kleinen, ja, so eine kleine Art Film. Vielleicht hört er das, wenn der, hier draus einen kleinen, ja, so eine kleine Art Film. Art Film. Wie früher im Kino, wenn du ein altes Kino vielleicht noch kennst, sonst kennst du vielleicht keine Filme, wenn du schon etwas älter bist. Da sind wie ganz viele Gemälde hintereinander, erzählen die Gemälde eventuell eine Geschichte und wir erzählen dir unsere Geschichte in diesem Schloss. Und vielleicht ist ja da einer bei, der das guckt, der deine Nachricht dann versteht. Oder du gibst sie so genau preis, dass wir die auch eindeutig verstehen. Eindeutig verstehen. Eindeutig verstehen, wer gemeint ist. Mach mal Licht weg. Leuchte mir an die Wand. Ach, das sieht aus wie ein Kopf da von der Lene, kurz. Hier sind wir wieder, ne? Ja. Aber wir sind wieder hier, hallo? Vorsicht da. Leuchte mir an die Wand. Ach,
Vorsicht dann. Leuchten wir an die Wand? Ah, das ist ja. Vorsicht dann. Wir sind wie versprochen mit der Kamera hier. Ja, ich helfe dich ganz auf. Denn. Hier? Guck mal, ja. Ich meine, habe ich vorhin was gehört. Nee. Okay, wir machen jetzt Fotos von dir, wenn du möchtest, wenn du es zeigen möchtest. Wenn du sehr schüchtern bist, was wir vermuten, kannst du dich ja vielleicht nicht scharf zeigen oder auch nicht zeigen. Aber du kannst auch etwas Mut aufbringen und dich zeigen, dich vielleicht überwinden. Überwindung bringt einen immer etwas weiter. Wie du siehst, wir nehmen dich nur auf, wir tun dir nichts. Oben wurde gerade dreimal geklopft. Kannst du uns etwas darüber sagen? Sieht man den Schatten. Ich hatte hier, weil er bei Einbildung war oder in anderen Schatten, aber ist eigentlich kein, fährt nur Licht von da, ne? Als ob hier dunkel schwarz war. Habe ich aber gesagt, leider nicht auf Band, weil hier die Geräte waren, bin ich darauf fixiert, ne? War im Augenwinkel, mit den Augen, hier kurz dunkel, guck mal, hier ist so eine Nische. Das hat halt so vielleicht so wieder reingegangen. Wenn man jetzt so das weiter spinnt. Kann alles sein, ne? Aber wir hatten keine Kamera darauf, ne? Nee, ich hatte ja schon geredet. Und dann, wo du Licht, glaube ich, wieder angemacht oder hingeleuchtet hast, habe ich immer noch ich hatte in die Ecke geguckt, aber die Kamera hat auf die Geräte gelassen. Den Ausschlag. Und dann habe ich hochgeguckt und da habe ich deinen Schatten gesehen. Aber der war so, also waagerecht. Und ich meine, der war nicht sehr konturenscharf. Weil hier ist ja alles scharfe Konturen. Und hier Schatten hat ja immer eine Konturen. Und scharfe Kanten. Und hier ist ja jetzt nichts, was so einen schwammigen Schatten geben kann von hier aus. Meine ich gesehen zu haben. Und hier ist jetzt nichts, was so einen schwammigen Schatten. Und hier ist jetzt nichts, was so einen schwammigen Schatten. Damit ich sie nicht mehr kurz und nicht. Bist du in der Nische da drin? Versteckst du dich? Kratz doch mal oder so. Wir kommen dann auch nicht näher, versprochen. Aber an der Wand kratzen, ne? Ha? An der Wand kratzen, ja, am Boden. Bitte nicht. Das ist ja nicht so schön. Wir sind ja freundlich und wir wollen natürlich auch, dass du und wir alle anderen auch freundlich zu uns seid. Also, kratz doch mal bitte. An den Wänden. An die Wände. Ja, wir haben doch schon verstanden, oder? Oder einmal gegen die Wände klopfen. Wir klopfen. Wir klopfen. Mal gucken, was die Ovelus gesagt hat oben. Ich würde die noch ein bisschen oder bestimmt hier rein lassen. Weil oft braucht er, deswegen sage ich auch mal ein bisschen, lass mal einfach mal sitzen bleiben, zwei Stunden, weißt du? Nicht immer zack, zack. Weil oft braucht er, deswegen. Zack, zack. Weil oft braucht er, deswegen. Zack, zack. Auf sich wirken lassen. Und wenn hier wirklich jemand sein sollte, dann könnt ihr auch vielleicht anders. Andere Zeit, ich muss einstellen. So, also, wenn du möchtest, auch wenn du Angst hast, vielleicht überwindest du dich mal und bewegst eine Tür in deiner Nische da. Wenn du da drin bist, kann mir auch täuschen. Fühlst du dich sicher in deiner Nische? Ist das dein kleiner Rückzugsort, dein Zuhause?
Okay, ich mache jetzt noch ein Foto. So, also, wenn du möchtest. Okay, ich mache jetzt noch ein Foto. Einmal von der linken Ecke. Bist du auch da geguckt? Ich hätte dich da angezeigt. Danach gehen wir auch nach den beiden Fotos. So, und das zweite Foto. Wir gehen danach auch hier raus. Portal machen wir hier auch nicht, ne? Hier? Dann, ja, wenn der Link jetzt einer ist und er zeigt sich jetzt, also ich habe eine Bewegung gehört. Mhm. Mit den Schatten habe ich leider nicht auf Kamera, bin mir auch nicht sicher. Ist ja leider nicht nur so Sicherheit. Ja, so provozieren will ich hier keinen. Ja, und wenn jetzt nichts mag, gehen wir in die Ecke. Okay, und das zweite Foto. Wir kommen auf jeden Fall nicht mehr wieder, aber vielleicht kannst du uns ja den Gefallen tun und bei diesem Foto jetzt einmal aus deiner, ja, aus deinem kleinen sicheren Versteck rausgucken. Und dann sehen wir das zu Hause oder vielleicht nachher, wir machen nochmal auch die, uns die Fotos, die Bilder angucken. Dass du uns einmal zugeguckt hast. Danach gehen wir auch nach den beiden Fotos. Sehr freuen, vor uns brauchst du keine Angst haben. Also bei drei mache ich ein Foto und dann kannst du gerne rausgucken. Eins, zwei, drei. Okay, danke schön. Wir gehen dann, wir lassen jetzt in Ruhe, wenn du da sein solltest. Und ja, wen hast du dich ja gezeigt? Das wäre ein sehr glücklich. Tschüss! Hier ist die Tür, die machen wir noch nicht. Mal ein Foto. Oder kommen wir auch nicht raus? Nee, aber da geht es nochmal runter in den Keller. Und? Ich denke mal, ich höre jemand. Hallo, wir sind wieder hier, wir sind mal hier. Diesmal mit einer Kamera, auf der du dich über hier auch nicht. Das ist voll schön für einen Vogel sein, ne? Für einen Vogel? Ja, das regnet doch immer, oder? Oh, da sitzt ein Vogel. Nee, komm, wir machen hier einen Fokus. Ja. Lass ihn in die Ecke gehen.
Wenn du in den Raum warst, unter dem Flur, kannst du dich gerne hier nochmal zeigen. Ja, wie man gerade sehen konnte, sind wir ja noch ein paar Räumlichkeiten mit der Vorspeicherungskamera abgelaufen. Auf den Aufnahmen war leider nichts drauf. Aber was sehr interessant war, war, ich hatte ja unten nochmal aufgefordert, dass wenn wirklich jemand oben in der Kapelle dreimal am Fenster geklopft hat, dass er dann ja jetzt auch nochmal vielleicht klopfen könnte. Und genau, also 3 Sekunden circa danach, hat man ja auch eingeblendet gesehen, hat es dann wirklich oben, unabhängig von uns, also wir waren ja unten, wirklich nochmal dreimal geklopft. Also das war wirklich ein sehr besonderer Moment bei der Auswertung. Und wir sind dann jetzt nochmal runter mit der Vorspeicherungskamera in den Folterkeller. Da hatten wir die besondere Ecke unten, die wir ja ein bisschen extra behandelt hatten. Und anschließend dann hoch in die Kapelle, um zu schauen, ob da etwas passiert ist. Wir sind wieder da, wie versprochen mit der Kamera, wo ihr euch drauf zeigen könnt. Wie ein Gemälde, nur nicht gemalt, sondern ist aber so ähnlich, wie ihr vielleicht Gemälde kennt. Mal hier ein paar Fotos und da könnt ihr euch gerne drauf zeigen. Wie gesagt, wir wollen einfach immer forschen, lernen, ob es etwas nach dem Tod gibt oder ob es etwas anderes gibt als uns. Und dafür machen wir das hier. Du musst dich natürlich nicht zeigen, wie keiner gezwungen, ne, wenn du es nicht möchtest. Du kannst auch wieder irgendwie, oder wieder, wir haben oben in die Kirche gerade dreimal klopfen gehört. Du kannst die Kamera auch ausmachen einfach. Dann musst du die Ohr einfach in die Gegend rücken, an den kleinen Zipfel, dann geht die aus, wenn du es nicht möchtest. Oder du machst. Du nimmst einfach die Energie, ne? Die Energie von dem Akku, wir haben überall Akkus drin, da kannst du Energie nehmen, auch um dich natürlich zu zeigen. Haben wir es noch gar nicht erwähnt heute. Aber wir waren ja schon andere Teams da, wenn ihr es wahrscheinlich schon gehört oder gemerkt haben. Ja, auf jeden Fall können wir bei uns Energie ziehen an den Geräten. Nicht an uns, sondern an den Geräten. Um euch zu zeigen oder halt bemerkbar zu machen. Vielleicht auch bemerkbar zu machen. Ja, bemerkbar zu machen. Weil wenn auf einmal Akku leer ist, dann ist das schon ein Zeichen. Oder zum Klopfen oder wie auch immer. Ja.
Hallo. Wir sind wieder hier. Jetzt ja gerade dreimal geklopft. Wenn du dich jetzt nochmal kenntlich machen möchtest, kannst du dich auf diesem Gerät zeigen. Ich werde jetzt mal da fotografieren, wo es geklopft hat. Also, hier ist noch eine letzte Chance, mit der Münze irgendwie zu interagieren. Also, da hat jetzt noch eine Chance, wie auch immer mit dieser Münze zu interagieren. Ihr könnt nochmal alle eure Kraft nehmen, auch von unserem Akku, von unseren Geräten, und irgendetwas mit dieser Münze machen. Vielleicht ihr wisst vielleicht sogar mehr als wir darüber und könnt entsprechend allmählich was machen. Ja, im Folterkeller hatten wir auch mit der Vollspektrumkamera einige Aufnahmen gemacht, aber auch dort hatten wir leider nichts auf den Fotos. Ja, daher haben wir uns dann entschlossen, halt hoch in die Kapelle zu gehen und da halt noch ein paar Fotos zu machen. Hatten uns dann natürlich besonders erhofft nach diesem dreimal Klopfen, dass wir da eventuell vielleicht irgendwas im Fenster fotografieren oder allgemein in der Kapelle was drauf haben. Aber auch da hatten wir leider nichts auf den Fotos. Nachdem wir dann in der Kapelle waren, haben wir uns dann halt aufgemacht, den Rest der oberen Etage zu erkunden. Hier war er sicher, außer die Treppe. Die Anna hat ein Gerät in der Hand. Dem könnt ihr euch nähern, wenn ihr möchtet. Dann merken und sehen wir das an dem Gerät. Das Gerät kann euch nichts tun. Ihr könnt das Gerät nur beeinflussen. Hallo, ist hier jemand im Raum? Das, was wir gerade machen mit euch, sage ich mal zusammen, Zusammenarbeit, das ist eine Untersuchung, so nennen wir das. Weil wir untersuchen, ob es euch gibt. Und wenn jemand ist, könnt ihr gerne euch zeigen, indem ihr auf Annas linke Hand zugeht. Und vielleicht das Gerät berührt das Schwarze. Ihr müsst auch nicht hinkommen, ihr könnt auch vielleicht einfach klopfen, das wird uns auch sehr weiterbringen. Oder reden. Genau, also ihr könnt hier, wir haben hier, wo die Dis, wo das Bunte hier dran ist, mit dem grünen Licht, da könnt ihr auch einfach drauf zureden. Da sind auch Geräte drin, die eure Stimme aufnehmen. Wie ein Gemälde nur von eurer Stimme. Hier waren wir schon. Ne, ja, da war das, der war da vorne, der sah das gleich aus, ne? Einfach, aber sehen, wollen die hier überall Toiletten einbauen? Sollen das so eine Pensionszimmer werden, oder was? Mhm. Ich bekomme Parkett. Hier ist schon drin, ne? Mhm. Kommt hier modern aus, aber alles voll Spinnenweben, ne? Sieht komisch aus, ja. Oh, guck mal. Mein Gott. Was ist das? Kriegst du Punkte? Nein.
Ja, ich meine nicht so. Nur. Oh, nee. Ja. Nachdem wir das Schloss erkundet hatten, haben wir uns erstmal für eine kleine Pause entschieden. Wir sind ins Auto gegangen, haben erstmal was getrunken. Und während dieser Zeit haben wir eine Kamera oben im Foyer, im Hauptraum oder Eingangsraum, wie auch immer, stehen gelassen. Und die Aufnahmen kann man dann gleich sehen. Und nach der Pause haben wir uns halt entschlossen, halt das Portal auch in diesem zentralen Foyer, Zentralraum aufzubauen, weil wir uns da am meisten von versprochen hatten, weil es halt der zentrale Raum ist. Und wir wollten erst natürlich das Tablet anschließen, weil wir da unsere gängige Software für das Portal drauf haben. Aber hier war der Akku wieder leer. War auch wieder merkwürdig. Ich hatte kurz vorher zu Hause das Tablet einmal angemacht, weil ich was nachgucken wollte, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich es wieder richtig ausgemacht habe. Auf jeden Fall war es komplett leer. Deshalb haben wir dann erstmal mit einer Handy-App am Portal angefangen. Und da haben wir direkt was Neues ausprobiert. Da haben wir dann halt, diese App hatte eine Display-Funktion. Also da werden auf dem Display verschiedene Muster angezeigt. Und hier die Theorie, dass sich eventuell Geister, paranormale Erscheinungen auf dem Display halt das zeigen können oder es in irgendeiner Art beeinflussen können. Genau. Da haben wir dann auch noch parallel sogar noch was gleichzeitig Neues ausprobiert. Wir haben eine entspannte Musik im Hintergrund laufen lassen. Das ging auch mit dieser App. Vielleicht um eine entspannte Situation zu ermöglichen und dann vielleicht auch auf diese Art mal Kontakt herzustellen. Vielleicht haben die Entitäten ja dann irgendwie oder sind bereitwilliger mit uns zu sprechen, wenn eine entspannte Basis gegeben ist. Ja, so haben wir halt die Portal-Session dann begonnen. Ja.
Stimme kommt, so wie es am Radio, um die Versammlung zu reden. Also, ihr könnt euch jetzt gerne nochmal melden. Hallo?
ihr mir vielleicht hier auf dem Display zeigen lassen, wo das vorhin geklopft hat? Ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerkt
hat, wir haben ja da die Ophelus da hinten stehen. Die könnt ihr beeinflussen. Oder das grüne Licht an der großen Eingangshöhe. Ja, dann gibt es das. Obwohl wir jetzt hier im Portal liegen. Quatsch. Thank you.
Yep.
Okay. Wir machen in 10 Sekunden das aus, dann habt ihr nicht mehr die Möglichkeit, das zu zeigen. Xing. Ein. Ja, wie man gerade bei der Portal-Session, oder beim ersten Teil der Portal-Session sehen konnte, hatten wir da was Neues ausprobiert. Bei einer App gab es die Möglichkeit, oder gibt es die Möglichkeit, dass man da eine Grafik mitlaufen lassen kann, wo wir dann halt die Entitäten aufgefordert haben, dass sie sich da eventuell zeigen können. Das ist halt eine Theorie, vielleicht können sie das irgendwie beeinflussen und sich auf dem Display zeigen. Da hatte ich vor Ort, habe ich auch sehr erschrocken reagiert, kurz aufgefordert, ob die Entitäten uns auf dem Display zeigen können. Und da hatte ich, das sah vor Ort klarer aus als bei der Auswertung. Da hat man in der Mitte ein kleines Rechteck gesehen, und links und rechts so ja, senkrechte Nebelwolken. Da hatte ich vor Ort, sah es so aus, als ob die Anna und mich und das Portal darstellen. Bei der Auswertung war es dann aber eigentlich nicht mehr so eindeutig. Man erkennt für einen Sekundenbruchteil kurz die Silhouette, aber habe ich dann nicht ganz so für echt ausgewertet. Aber kann jeder natürlich drin sehen, was er möchte. Ja, wir haben natürlich die Portal-Session weitergeführt jetzt. Und wir wollten nochmal versuchen, ob das Tablet jetzt angeht. Deshalb haben wir es an Ladung gesteckt. Das gab aber Störgeräusche. Und in den Störgeräuschen, in den Rauschen, hört man auch EVPs. Und ja, da wir dann halt vor Ort haben, die EVPs natürlich nicht gehört. Deshalb haben wir das Tablet erstmal wieder ausgelassen und dann halt mit dem Handy das Portal weiter betrieben. Also ihr könnt euch auch jetzt bemerkbar machen hier, durch Klopfen an den Geräten, die im Raum stehen. Wir müssen nicht immer auf uns reagieren, ihr könnt auch einfach hier etwas machen. Vielleicht mal was anderes. Und da könnt ihr euch gerne nochmal drüber melden.
Hallo, ist da noch mal jemand? Das meiste kriegen wir wahrscheinlich jetzt bei der Auswertung dazu. Also nicht sauer sein oder traurig sein, wenn wir das nicht sofort beantworten oder darauf eingehen, wenn jemand sagt. Thank you.
Kennt ihr unseren Namen? Sollen wir gleich nochmal runter in den Folterkeller gehen und dann versuchen mit diesem kleinen Computer die restliche Energie zu nutzen, um eine andere App anzumachen? Warum nicht? Warum wollen wir nicht runter das Verlies? Böse? Ist da noch jemand unten? Ist der Folterkeller hier bekannt als negativer Raum? Sollen wir hier oben in dem Hauptraum bleiben? Dann anwesend, wesend. Müsst ihr auch manchmal in den Folterraum? Müsst ihr dann auch hin manchmal? Danke. Gibt es hier mehr Liebe oder immer böse Geister oder Personen? Lieb oder böse? Ich hatte für mich ganz eigentlich immer gute Gefühle hier.
Was? Also wie gesagt, ihr könnt euch auch noch gerne die anderen Geräte melden, um euch noch eindeutiger erkennbar zu machen. Hättet ihr Lust, dass ich noch Fotos von euch mache? Möchte noch auf Fotos drauf sein? Wisst ihr, was Fotos sind? Das sind wie Gemälde. Möchtet ihr auf ein Gemälde, auf ein Foto, also Gemälde ist sowas ähnliches wie ein Foto, möchtet ihr auf ein Gemälde drauf sein? Wenn ihr auf ein Gemälde sein wollt, auf ein Foto, dann geht doch bitte zur Haupttür hin und lasst das Gerät ausschlagen. Raum. Alles?
Okay, also ins Verlies sollen wir heute nicht mehr gehen. Das. Hier ist auch leicht leer. Sollen wir noch mal ins Verlies? Oh, well then.
conflict with it. I would never. Each bird is offered at the resurrection. Kennt ihr das Verlies? Die Freude ist laut. Kennt ihr die Folterkammer hier unten in dem Schloss? Es stimmt. Wart ihr schon mal im Verlies hier unten? Gibt es ja einen Verantwortlichen für die Folterkammer? Das bin ich. Er muss gehen. Okay.
Wollt ihr jetzt alleine sein? Bisher war es eine sehr interessante Portal-Session und wir haben die natürlich weitergeführt. Und ja, wir haben jetzt eigentlich nur noch darauf gewartet, dass irgendwie ein klares Zeichen kommt, dass wir jetzt gehen sollen. Weil erfahrungsgemäß nach einer gewissen Zeit und vom Gefühl her kommen wir halt zum Schluss hin. Man hat halt ein Gefühl für, wann ist jetzt gleich Schluss? Das spürt man irgendwie. Ja, und dann kam bisher halt immer Meldungen wie verschwindet, haut ab und so. Und da haben wir jetzt auch darauf gewartet, sogar gesagt oder fordern halt auch auf, uns klare Zeichen zu geben, aber haben vor Ort leider nichts gehört, sonst hätten wir nämlich unsere Sachen gepackt und wären gegangen, weil da haben wir unsere klaren Prinzipien, wenn wir irgendwie merken, wir sollen abhauen, dann gehen wir auch, das respektieren wir natürlich. Ja, die Meldung kam, aber wir haben sie halt erst bei Auswertung im Großen und Ganzen richtig verstanden. Und man ist dann natürlich bei jedem Ort immer auf der Suche nach einem schönen Titelbild für die entsprechende Episode, so natürlich auch hier auf Schloss Erichsburg. Meistens macht man das ja so bei der Voruntersuchung, wo man sich alles in Ruhe anguckt, hier und da ein Foto macht. Und ja, hier war es bei der Untersuchung selbst, da hatte ich ein schönes Motiv gesehen an dem Treppenhaus, Treppengeländer. Und dann habe ich halt gefragt, weil es langsam so Richtung Atmosphäre ging, dass wir verschwinden sollen, hatte ich halt gefragt, ob wir noch ein Foto machen dürfen. Und da hatte ich auch die entsprechende Antwort direkt bekommen. Also wenn hier jemand wirklich jetzt ist, wir versuchen noch eine App, weil also Anna sagt, da kann man dann heute, wir sollen gehen. Aber ihr gebt uns ja momentan kein eindeutiges Zeichen. Deshalb mache ich jetzt nochmal eine App ran, wo ihr euch vielleicht eindeutiger ausdrücken könnt. Also wie gesagt, ihr könnt ja auch irgendwann eindeutiges machen. Dann gehen wir. Vielleicht doch die Tür auf und so machen. Oder knarzen lassen, ihr den ganzen Arm noch nicht geknarzt. Dann muss man ja nur einen Zentimeter vielleicht bewegen. Oder dann vorbeirennen. Oder unseren Rucksack hier, der ist ganz leicht bewegen. Und den Wind extrem laut pfeifen lassen. Die hat auch noch beim Wind gepfiffen. Und eine Fledermaus auf der Kamera landen lassen. Okay, ich mache jetzt nochmal eine App an. Hallo? Nee, exakt.
Okay, es ging ja darum, dass wir gehen sollten. Wir sind noch da. Sollen wir jetzt gehen? Hallo? Sagt ihr uns euren Namen? Hört ihr das? Lars. Lars? Einer heißt Lars? Hallo. Wir wollen noch ein Foto machen. Wir werden dann jetzt zusammenpacken. Ist nur ein Foto. Ein Bild. Ein Bild. Ja, ich sag so. Hat sie gesagt? Ja. Okay, wir machen noch ein Bild. Versprochen. Und dann gehen wir. Und dann gehen wir. Okay. Gut, dann packen wir jetzt zusammen. Wir danken euch für eure Antworten, die wir jetzt wahrscheinlich meistens nicht verstanden haben. Und dann wollen wir noch ein Bild. Dann müssen wir noch ein Bild machen. Dann dürfen wir noch ein Bild machen. Okay, dann machen wir jetzt gleich noch ein Bild, wenn wir alles zusammengefasst haben. Und dann gehen wir hier weg. Okay, dann sag ich mal tschüss. Tschüss. Und wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Wir haben uns dann entschlossen, mit der Portal-Session aufzuhören. Und wir haben ja noch darum gebeten, ob wir noch ein letztes Bild machen dürfen. Weil ich hatte ein schönes Motiv für das Titelbild gefunden. Und ja, da haben wir dann die Erlaubnis in Anführungszeichen für bekommen. Und wir sind dann halt ins Auto gegangen, um die Fotokamera dafür zu holen. Währenddessen hatten wir das Audioaufnahmegerät im Foyer liegen lassen, aber ohne Kamera. Und da wird gleich auch noch gezeigt, was wir da auf den Aufnahmen drauf hatten. Und dann sind wir halt dahin. Das sieht man gleich auch, wie wir das letzte Foto machen. Ja, zu Schloss Erichburg im Allgemeinen. Es war ein sehr, sehr interessanter Ort wieder, wie unsere anderen Locations bisher auch. Wir haben viele neue Erkenntnisse auch dort wieder gehabt, aber auch wie viele, viele, viele Zweifel. Also ich zweifle immer noch, ob das Klopfen in der Kapelle echt war oder ob es jetzt wirklich einfach nur ein Holzknarzen war. Ich bin da immer sehr, sehr kritisch, sollte man auch bleiben.
Aber wie gesagt, es war wieder eine sehr tolle Untersuchung und wir freuen uns auf jede weitere Untersuchung, die wir machen werden und sind dankbar dafür, dass wir die vierte in Schloss Erichsburg machen durften. Also lieben Dank an alle, die das ermöglicht haben. Und es war eine wirklich sehr, sehr interessante Nacht. Leuchten. Okay, gut. Ja, die Kamera liegt da erstmal hin.